wurden Roma-Kinder in die Sonderschule abgeschoben, da sie als faul abgestempelt und unter anderem auch diskriminiert wurden. Paul Horvath erzählt uns sein Anliegen in der Lernbetreuung für die Roma-Kinder. Josef Schmidt unterrichtet zweimal in der Woche 10 bis 15 Kinder in Roman. Es war halt damals so, dass auch Kinder in die Sonderschule abgeschoben worden sind, weil Lehrer diskriminierend gehandelt haben. In der heutigen Zeit ist es so, dass sehr wenige oder fast gar keine Kinder meines Wissens noch nicht in die Sonderschule gehen. Sie haben heute die Möglichkeit, sich weiterzubilden und auch Beruf zu erlernen und sie auch in höheren Schulen, da das sagen wir mal, zu profilieren. Und die Möglichkeiten gibt es Gott sei Dank schon. Ein Kurs läuft jetzt für Kinder oder Jugendliche und Erwachsene, ist zweimal in der Woche Romanunterricht, jeweils 1,5 Stunden. Naja, zur Zeit, wenn die Kinder von der Lernbetreuung da sind, sind es zwischen 10 und 15 Kinder, die am Romanunterricht teilnehmen, aber es kommen dann auch noch außenstehende Kinder oder Jugendliche, die schon ein bisschen älter sind und auch teilnehmen. Es ist sehr wichtig, dass Kinder, die einer Volksgruppe angehören, die Muttersprache, sage ich jetzt mal, beherrschen. Das heißt, man muss es nicht in Wort und Schrift, wie man es so schön sagt, können, aber man sollte sich wenigstens verständigen können. Über das Konzept ihrer Ausbildung und den Aufbau der Lernbetreuung erzählt uns Bettina Neuhaus und Michael Stubitsch etwas. Die Schulausbildung ist sehr wichtig, überhaupt, dass man eine Chance hat in der Zukunft. Und zur Schulausbildung gehört unter anderem auch die soziale Kompetenz. Und es ist sehr wichtig, dass die Kinder in diese Bereiche gefördert werden. Es ist die Anfrage doch, wenn auch von anderen Kindern anderer Nationalitäten. Und daher haben wir auch Syrerkinder zum Beispiel oder türkische Kinder und Kosovo-Albaner bei uns. Zusätzlich haben wir die Kinder der Lernbetreuung dazu befragt. Kommst du gerne in die Lernbetreuung? Ja. Warum? Weil ich da was lerne. Dass man da gefreut und da lernen kann. Bist du durch die Lernbetreuung besser in der Schule geworden? Ja.